ohne das Zeug ist die Show auch nicht aushaltbar, ne? Ja, das Skript ist wieder noch beschissener geworden. Man glaubt immer nicht, dass die noch schlechter werden können, aber wow, meine Güte. Ich stimme dir vollkommen zu. Ja, das geht echt nicht. Budget haben sie uns auch gekürzt, hast du das mitbekommen? Budget? Du kriegst immer noch Geld. Ich hab einfach unterschrieben. Oh Gott. Okay, Kamera und Ton sind bereit. Es geht los, Leute. Zeug weg. Das kann man ja mal früher sagen. Ja, wirklich, es geht ja nicht. So, was? Ja, okay, und... Miau, miau, miau! Hier ist die Katzenmacho! Miau! Yay. Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Ausgabe von der Katzenmacho! Warte mal, warum eigentlich Katzenmacho? Warum nicht Katzenmatz und Katzentomcho? Wie oft denn noch? Weil das scheiße klingt, du Fake-Knödel! Ja, aber... Also, es verletzt vielleicht meine Gefühle! Ja, na und? Wir haben heute wieder viele tolle Themen für euch, angefangen mit unserem neuen kuscheligen Freund. In mein Teddy und ich erhaltet ihr einen kleinen Sack mit eurem neuen Kuschelbären. Woo! Ich liebe Bären. Und ihr könnt ihm viele tolle Sachen beibringen. Etwa, was euer Lieblingsessen ist oder welchen Promi ihr besonders bewundert. Was für eine berühmte Persönlichkeit ist Chimie Blue? Aber verlasst euch nicht auf das Wort von zwei dubios und dezent gruselig aussehenden Puppen. Ihr könnt auch bei den Jungs von Time to Drive vorbeischauen, um zu sehen, was alles genau in diesem 3DS-Spiel steckt. Genau, kurz nach dieser Sendung prämiert live auf dem YouTube-Kanal Time to 3 die erste Folge des Let's Plays von Mein Teddy und ich. Also, schaut mal vorbei. Ausweiten. Interessant. Ihr wisst ja, was man sagt, nicht wahr? Eine Time to 3-Folge am Tag hält den Doktor fern. Mhm. Hä? Niemand sagt das, Katzenmatz. Halt's Maul. Wir sind die Familie Müller, Tom, Leo, Robin, Max und die Oma. Unsere Abenteuer sind der Hammer. Was passiert denn? Was machen wir? Vielleicht sind die wieder. Aufgepasst! Es geht los! Es ist Zeit für unseren Auftritt in der Katzenmatz-Show. Die Müllers sind wieder da! Ja, ich liebe die Müllers! Nach ihrem großen Erfolg im 3DS-Spiel Tomodachi Life gehen die Müllers nun endlich auf Tour! Woo! Neben ihrer Debütsingle wird es natürlich auch noch weitere Songs mit ihren lieblichen Synthi-Stimmen geben. Und wir haben exklusiv die Premiere ihres neuen Hits für euch! Cool! So. Schnitt? Toad? Oh. Toad, hast du geschnitten? Oh oh! Help me! Toad, Nee, hier schneiden! Hier kommt der... Toad! Der Trailer! Toad, nein, Toad! Wir haben... Nein, nicht Farbkorrektur! Toad! Oma! Und die Oma, Oma! Was machst du denn da, Katzenmanns? Ich male ein Pokémon in Mario Paint für das Super Nintendo. Oh, cool! Ich liebe Malen! Zeig doch mal her! Gar nicht mal so gut. Was? Das sieht ja doch wohl total gut aus. Hier, dann guck mal hier. Mein Ho-Oh. Also, erstmal will ich dich besser malen sehen, ne? Ja, also, kein Problem. Hier, meine Zeichnung von neulich. Ja, gut, ne? Ich hab dich übrigens schon immer so ein bisschen gehasst. Ach, jetzt hab dich doch nicht so, Katzenmatz. Pass auf, ich hab eine Idee. Fang schon mal an, das nächste Bild zu malen. Na gut, ja, okay. Ja, sehr gut. So, dein Gekritzel ist nämlich so schief, da können wir direkt einen Quiz draus machen.
Also, welches Pokémon malt Katzenmatz hier gerade? Ist es A. Gengar? Ist es B. Traunmagil? C. Mewtwo? Oder ist es D. Zubiris? Fertig! Ha, so. Das ist jetzt aber sehr, sehr leicht zu erkennen, ne? Na, habt ihr es gewusst? Es ist natürlich B. Traunmagil. Was? Nein! Das ist doch wohl eindeutig ein Mewtwo! Oh. Weißt du was, du kannst mich mal am Buckel lecken. Ich mach jetzt hier viel Klatschen. Ja, da haben wir den Katzenmatz wohl ein bisschen beleidigt. Ein voller Erfolg also. Sag mal, Katzentom. Hm? Hast du Sanic gesehen? Der sollte doch fürs nächste Segment längst hier sein. Ja, also vorhin bei der Probe, da war er noch hier und hat doch... Hey! Wir unterbrechen das Programm für eine Durchsage von Bowser höchst selbst. Ich habe Sonic entführt und wenn ihr ihn lebendig zurückhaben wollt, müsst ihr es erstmal durch meine fiesen Fallen schaffen. Wie wäre es mit ein paar stacheligen Stachelboxen mit Stacheln an allen Seiten? Da kommt ihr niemals vorbei. Was? Wie, die kann springen, die dumme Sau? Ja gut, damit kann ja keiner rechnen. Naja, egal. Dann muss eben meine stachelige Stachelarmee ins Feld. Gegen diese Legion an Stachis kommt keiner an. Jetzt kriegt ihr den Zorn meiner Stacheln zu spüren. Meinen Stachelzorn. Ja, Kruzifix, du verfickter Arschklempner. Ja, scheiß die Wand an, regt mich dat auf. Wer hat denn da den Kakupa hingestellt? Was soll's, muss das wohl Katzenbowser persönlich übernehmen. Ich kann nicht zulassen, dass ihr Sanic einfach so befreit. Der ist doch so schön stachelig, den will ich behalten. Oh, verdammte Scheiße, ich hab hier jahrelang dran gearbeitet, ich krieg einen Rappel, da kommt die dumme Sau hier einfach und versaut den ganzen Scheiß. Was ein Oh, ich könnte komplett ausrasten. Diese dumme, kleine, zwergwütige kommt hier rein und macht alles kaputt. So ein dumme Dreck. Das war ja seltsam, oder Katzenmatz? Also ich finde, egal, wir müssen die Sendung zu Ende bringen. Ja, für Sonic ist jetzt leider keine Zeit mehr, aber wir haben noch eine letzte Sache, die wir euch zeigen wollen. Genau, weil jetzt kommt noch ein kleiner Tipp und fertig ist die Laube. Davor sagen wir aber schon mal Tschüss und danke fürs Zuschauen. Tschüss! Tschüss! Oh, meine Güte, ist das eine Scheiße. Oh, das hält auch kein Mensch mehr aus. Oh. Du geh mal mit dem Produzenten sprechen. Halt die Fresse! Das kann so nicht weitergehen. Lass es nicht an mir aus, du Vollhorst. Meine Fresse, ich hab auch keinen Bock mehr hier. Und der führt sich auf. Ah. Toad? Läuft der Clip schon? Schon los, oder? Ist aber wer spannte da ein Kabel, Leute? Das ist ja Kinder, das ist lebensgefährlich hier. Guck mal, jetzt habe ich alles rausgerissen. Das dauert, glaube ich, auch noch ein bisschen das Projekt vor. Da kann man dann alles reparieren, das ist ja gar kein Problem. Da gehen wir einfach mit einer Muffenklemme ran und machen da eine 12er drauf und dann ist das bis Dezember ist das locker reparierbar, sag ich jetzt mal. Eigentlich wollte ich nur kurz eine Sache noch vorlesen, wurde mir gesagt. Deswegen bin ich auch hier reingeplatzt ein bisschen. Also ist gar nicht ganz meine Schuld. Ich wollte nur eben vorlesen. Moment. Liebe Amelie, herzlichen Dank für deine sehr verstörenden Katzenmenschenpuppen. Mit freundlichen Grüßen, Mats und Tom. Ja. Das sollte ich eben noch vorlesen. Gut, dann sehen wir uns im Dezember, denke ich, ne? Ja, tschüss.